springen mit dem Zauberer oder mit dem Pontius oder mit dem, was heißt Adamus? Auf jeden Fall müssen wir wahrscheinlich einige Sachen kaputt machen und ich würde sagen, starten wir mal direkt ins Abenteuer. Zum ersten Mal mussten unsere drei Helden aus heiterem Himmel ihre Pläne ändern. Denn aus großer Macht folgt große Verantwortung. Das Artefakt der Seele besaß arkane Kräfte der Wiederauferstehung, sodass unsere drei Helden unsterblich waren und große Taten vollbringen konnten. Und meist wurden sie nicht gefragt, ob sie es überhaupt wollten. Ich verstehe noch immer nicht, wie die Magie des Trine funktioniert. Wenn wir zusammen sind, bündelt das Artefakt unsere Ichs und unsere Körper sind nur Projektionen. Schatten der Realität. Amadeus, ich bin kein Schatten. Ich könnte ein ganzes Wildschwein verspeisen. Könnte ein Schatten das? Pontius, ich meinte das doch nicht wörtlich, sondern als Metapher. Benutzt man Metaphanol nicht, um Farbe wegzumachen? Okay, also die drei haben quasi auch ein Innenverhältnis mit leichten Anleihen an Asterix der Gallier. Ich würde sagen, wir lassen den Holzhammer mal beiseite und starten dann direkt in das Kapitel 4. Ist echt anstrengend, ständig sein normales Leben zu unterbrechen, weil ein magischer Kerzenhalter unsereins mit Vorliebe Hals über Kopf in irgendwelche Abenteuer katapultiert. Ich war mitten in einer waghalsigen Rettungsaktion. Wir sind hier in der Nähe der Astralakademie. Kein guter Ort für ein Abenteuer. Hier habe ich schon alles mitgehen lassen. Gut, ganz offensichtlich. Können wir hier jetzt schon die Helden wechseln? Das ist natürlich sehr schön. So, ich versuche mal hier ein bisschen in 3D zu schwingen, ohne hier auf die Holzstäbe zu fallen. Ja, man merkt es schon, die Helden sind jetzt nicht immer unbedingt glücklich darüber, dass sie hier zu ihren Abenteuern gerufen werden. Aber so wie das so ist, Job ist Job, da muss man halt mal auf einen Edelstein oder ein gerettetes Schaf verzichten. So, wie genau soll ich jetzt da rankommen? Wahrscheinlich... da oben gegenschießen, würde ich behaupten. Also das ja, aber ich meinte eigentlich die andere Seite. Ihr merkt schon, das ist nicht ganz ohne. Hier mit den... mit der Steuerung zurechtzukommen. Aber ich glaube, am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn er das einfach kaputt haut. Und ja, was mit dem anderen passiert, das müssen wir mal gucken, ob der Zauberer hier helfen kann. Ja, kann er. Und jetzt müssen wir die Kiste hier ablegen, nehme ich an. Um dann darauf zu springen. Oder auch nicht. Und uns hier das zu holen. Okay, gut, dann können wir quasi hier unten das noch abholen und dann direkt weiter. Das wird tricky, Freunde. Kann ich euch schon mal sagen. Die Rätsel werden wahrscheinlich eher zum... Wow. Fingerbrechen führen, als zum Kopfzerbrechen. Okay, du bist ein Pendel, wie es scheint. Und ja, ich würde sagen, wir helfen dir doch einfach, da rauszukommen. Beziehungsweise schaffen Zugang zu dir. Ja, okay, also leuchtet es kurz rot auf, aber machst sonst keine aufregenden Sachen. Wir müssen da die Brücke herunterlassen. Wir können natürlich mal versuchen, das hier mit unserer Bogenschützen zu machen. Okay, das funktioniert, glaube ich, nicht ganz so. Nein. Dann können wir... Ach, den Zauberer können wir vielleicht mal mühen. Der kann doch auch Dinge bewegen, die entfernt sind. Okay, kann er aber vielleicht jetzt in dem Fall doch nicht. Aber möglicherweise... Das könnte man mal versuchen. Kann er die Kiste auf die Brücke setzen? Aber bevor wir darüber gehen, wollte ich hier oben gerne nochmal schnell gucken, weil das scheint nach rechts tatsächlich weiterzugehen. Ob hier noch irgendwas ist, was uns... Ja, oh, unbedingt. Dann einmal bitte so. So und so.
So, okay, dann haben wir die auch noch abgeholt. So, ein jungfräulicher Schrei. Naja, okay. Das interessiert jetzt hier nicht weiter. Und ich vermute ja mal ganz stark, dass das Ding hier irgendwas zu sagen hat. Ich wechsle mal auf den Zauberer und versuche mal hier. Irgendwas zu tun. Aber wie es aussieht, geht das jetzt nicht so ohne weiteres. Versuchen wir das mal hier, wie wir schon besprochen haben, rüber zu. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Da habe ich ja aus Versehen ein Rätsel gelöst. Ha! Gut, soll mir recht sein. Ja, das hat ja dann auch super funktioniert. Die Frage ist, kommen wir da sinnvoll rüber? Hoffentlich. Und da nach oben? Nein, kommen wir nicht. Okay. Da hier keine Zahl angezeigt wird, gehe ich einfach mal davon aus, dass hier die Anzahl der Leben nicht begrenzt ist. Ich vermute mal ganz stark, dass man wahrscheinlich da nach oben kommt, aber die Frage wäre natürlich, wie. Das Teil scheint aber keine Bedeutung zu haben. Wer? Wo? Naja, ich gehe mal hier hin. Hier kriegen wir unseren Zauberer wieder. Super. Und dann gucken wir hier. Der geht jetzt auch los. Tut Dinge. Ach, das könnte vielleicht einfach nur ein Speicherpunkt sein. Die sind ja manchmal wirklich sehr kreativ gestaltet. Ja, super. Vielen Dank dafür. Okay, da kann man scheinbar auch irgendwie hin, aber mir wird das jetzt hier ehrlich gesagt ein bisschen zu anstrengend an der Stelle. Weswegen ich vielleicht nur einen ganz kurzen Versuch unternehmen würde. Das ist schon ein bisschen gemein, ne? Jetzt haben wir die natürlich nicht mehr. Doch, haben wir. Wenn man zu weit über den Rand geht, fällt man runter, aber oft findet man halt auch tatsächlich Dinge. Okay, da würde ich mal ein bisschen nach oben klettern. So. Ja, wir lassen das jetzt da unten sein. Ich, wie gesagt, bin jetzt nicht so der große Sammler. Und wir haben ja das Ziel grundsätzlich erkannt. Hier oben fehlt mir so ein bisschen so ein Ring, um dran rumzuhämmern. Ansonsten können wir vielleicht mit dem Zauberer noch eine Kiste bauen und da drauf balancieren, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Das, meine Lieben, könnt ihr gerne ausprobieren, wenn ihr euch das Spiel kauft. Denn bisher macht es relativ viel Spaß. Der Kauf scheint sich also zu lohnen. Und dann tatsächlich alles sammeln, was euer Herz begehrt. Ich würde stattdessen versuchen, hier ein bisschen durch die Story zu kommen. Gut. Das ist doch bestimmt zum Ziehen. Und wir hatten es ja gerade schon mal. Gut, das reicht ganz eindeutig nicht. Wow. Hat aber wahrscheinlich irgendeine Bewandtnis. Hier genauso. Ja, und damit kommen wir jetzt weiter. Weil zur anderen Seite hat es ja auch nicht gereicht. Scheint mir nicht so zu sein. Beide müssen wahrscheinlich aufgemacht werden. Interessant. Wenn wir jetzt ganz schnell wären, aber nee, das bringt schon nichts. Könnten wir vielleicht dann mit dem Zauberer eine Kiste hinstellen. Hat das hier noch irgendwas zu sagen oder ist das einfach nur da? Ich versuch's mal mit dem Zauberer. Mach mir hier eine Kiste, lege die auf der richtigen Seite ab. Ja, ganz klasse. Also nochmal, Kiste. Jetzt aber. Auf der richtigen Seite ablegen. So, und dann... nicht rüberkommen. Wobei hier auch eine gewesen wäre. Aber ich habe gesehen, er hat im letzten Moment auch nachgegeben. Das versuche ich mal hier vielleicht auch mit dem Pontius Kiste ein bisschen zu schieben. Dass er das eben nicht tut. Vielleicht springt sie auch höher. Tut sie nicht. Okay, also das war jetzt schon mal nicht das Ziel. Aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wenn wir den hier in die Mitte schieben, können wir dann die Seile daran auch befestigen, oder ist das ein Trugschluss?
müssten es halt nur so schieben, dass beide hinkommen. Und hoffen, dass dieser Mechanismus die Dinger nicht wieder zurückzieht. So, wir probieren das mal. So, ein bisschen nachlassen. Genau. Halt. Zwei Tore versperrten den Helden den Weg. Aber wie sollen okay, sie das nur sieht gar nicht die Griffe erreichen? So. So sollen wir die Griffe erreichen. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir hier zufällig hoch? Nein, kommen wir nicht. Bringt das irgendwas, wenn wir mit dem Zauberer die Kiste hier vorne hinlegen? Wenn wir sie so legen, wahrscheinlich nicht. Reicht das dann schon? Nein. Aber wir haben ja zwei Kisten. Wenn wir es schaffen, diese übereinander zu legen. Okay. Okay. Ha! Das wird ja echt zum Geduldsspiel. Jetzt. So mehr oder weniger. Mehr oder weniger jetzt. Und jetzt hier nach oben. Genau, super. Dann holen wir es hier noch schnell ab, bevor wir dann weitergehen. Und dann ab durch die Mitte. Ins Tor. Okay. Du siehst aus, als wenn du gerne hier gezogen werden möchtest. Schwimmen oder untergehen. So. Untergehen. Ganz offensichtlich. Was genau können wir hier tun? Könntest du mal ganz brachial mit dem Krieger versuchen? Okay, also hier haben wir schon was geholt im Grunde. Aber das war jetzt nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Ich hatte eigentlich... versuchen wollen, da anders durchzukommen, aber vielleicht geht das auch gar nicht. Okay, also er hat begrenzte Atemluft. Vielleicht ist sie da ein bisschen... so... ein bisschen ausdauernder. Muss ich eigentlich hin?